Die Rollen in der zweiten Pokalrunde waren klar verteilt. Nürnberg geht als Außenseiter ins Duell gegen den Favoriten aus Hoffenheim. Chancenlos reißen die Franken aber nicht an. Der FCN liefert der TSG einen ordentlichen Kampf. Am Ende sind es aber zwei Standard-Gegentore, die das Aus im Pokal bedeuten. Wir haben bis jetzt alles, was Eckball war, gut wegverteidigt. Heute leider im Pokal kriegen wir zwei Gegentore, aber mit meiner Mannschaft war ich sehr zufrieden, auch von der Einstellung her, wie sie gelaufen ist, welche Lösungen sie gefunden hat und das Herz auf den Platz gelassen. Und da bin ich sehr zufrieden. Und das kann auch Börker Yilmaz sein. Der 19-Jährige feiert gegen Hoffenheim sein Startelfdebüt. Im Sommer kam er als Herausforderer von Danilo Soares. An einen Stammplatz in der Startelf könne sich der 19-Jährige gewöhnen. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung. Auch vom Trainerteam bekomme ich immer gutes, positives Feedback. Und es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber dennoch bin ich froh für das Vertrauen vom Trainerteam. Und ich werde weiter täglich hart daran arbeiten, um noch mehr Startelf-Einsätze zu bekommen. Vielleicht schon am Sonntag. Gegen Hamburg will der Linksverteidiger sein Können wieder unter Beweis stellen. Der HSV ebenfalls in der zweiten Pokalrunde ausgeschieden. Ich glaube, dass wir genau den gleichen Team-Ehrgeiz brauchen wie in den vergangenen Wochen und auch die Lässigkeit. Und dann kann man auch in Hamburg was mitnehmen. Natürlich ist noch eine positive Energie da vom Spiel gestern, aber dennoch nicht drauf ausruhen, sondern weitermachen. Trotz Niederlage, die Euphorie beim Club bleibt. Am Samstag geht es für Yilmaz und das Team dann Richtung Hamburg. Und am Sonntag, heute um 13:30 Uhr, dann der Ball im Volksparkstadion.